Hey liebe Leute, ich bin Alexander Müller, Fotograf und Fotokursleiter aus Wien und ich freue mich, dass ich dir meine Tipps und Erfahrungen aus über 10 Jahren Faszination Fotografie mitgeben darf. Ich bin heute hier am wunderschönen winterlichen Neusiedlersee und ich werde hier auf die Motivsuche gehen und schauen, was dieser wunderschöne winterliche See hier für mich für Motive zu bieten hat. Welche Fotos dabei rauskommen, mit welchem Equipment ich arbeite und wie ich an die ganze Sache herangehe, das siehst du im Video. Viel Freude! Der Neusiedlersee im Burgenland ist eins meiner persönlichen Lieblingsfotomotive. Ich habe einen Fotokurs hier, wo wir im Sommer die wunderschönen Stimmungen hier fotografieren. Im Winter bin ich normalerweise eher seltener da. Voriges Jahr war ich hier, da war die Eisschicht extrem dick, da habe ich dann sogar Fotos am Eis gemacht. Das war im Zuge von dem Heat Company Foto Handschuh Review auch mega coole Bilder rausgekommen. Heute habe ich hier strahlenden Sonnenschein. Es bläst ein ziemlicher Wind, aber trotzdem wunderschön zum Fotografieren. Und ich möchte mir hier diese Eisstrukturen, teilweise spiegelt es hier, teilweise sieht man die Wellen drauf, die möchte ich auf jeden Fall einfangen. Auch mit ein bisschen Langzeitbelichtungen arbeiten. Heute fehlen zwar ein bisschen die Wolken, um diese dramatischen Effekte hinzubekommen, aber auch die Filter habe ich mit und werde mich mit denen spielen. Und ja, bin schon gespannt, welche Fotos dabei rauskommen. Zur Ausrüstung. Ich bin heute wieder mit der Canon R5 unterwegs. Auf dem werde ich diverse Objektive verwenden, unter anderem das Ultraweitwinkel von Nisi, 15mm direkt am RF-Bajonett montierbar, klein, leicht und für die Filter super geeignet. Im Universal-Zoom-Bereich habe ich von Sigma das 2405 durchgehend Lichtstärke 4 Objektiv dabei. Auch da kann man super Filter drauf montieren, schöne Qualität. Habe noch kein RF-Objektiv, deswegen verwende ich das hier mit dem Adapter. Meine neueste Erwerbung, das Canon RF 70-200 mit Lichtstärke 2,8. Bin ich auch schon sehr gespannt, was ich damit alles Schönes machen werde. Motive, die so ein bisschen in Entfernung sind, mit viel Unschärfe davor und dahinter, dafür ist es natürlich super geeignet. Und für Dinge, die noch weiter weg sind oder wenn man so zwei Entfernungen zusammen stauchen möchte, dann hier das Sigma 60-600 Ultra-Teleobjektiv, mit dem ich ja, das wisst ihr aus anderen Videos, auch sehr gerne arbeite. Für Langzeitbelichtungen habe ich dann noch von Nisi diverse Filter dabei, das V7 mit dem Polfilter, diversen ND- und Grauverlaufsfiltern. Und ja, ich denke, damit sollte man hier auf jeden Fall einige super tolle Fotos machen können. Die ersten Fotos hier habe ich mit dem Ultraweitwinkel gemacht. Im Vordergrund habe ich mir diese Schnee- und Eisfelder und auch die Steine gesucht, um dann auch mit dem Leuchtturm im Hintergrund einige schöne Landschaftsfotos zu machen. Ganz wichtig hier war auf jeden Fall, mit der Kamera tief runter zu gehen, so weit runter wie möglich. Teilweise war sie sogar wirklich auf derselben Höhe wie die Steine, um dann auch ein bisschen mit dieser Spiegelung, mit dem Vordergrund und so weiter zu arbeiten. Ich habe trotzdem geschaut, dass ich eine möglichst durchgehende Schärfe habe. Blende 11 genommen, zum Beispiel in diese Richtung. Ich persönlich bin jetzt kein Freund von Fokus-Stacking, aber das könnte man an dieser Stelle auch machen. Und punkto Filter habe ich vor allem immer den Polfilter verwendet. Beim Nisi V7 ist das dieser True Color CPL, der da dabei ist. Dadurch wird der Himmel noch ein bisschen tiefblauer. Zwar nicht überall, beim Ultraweitwinkel ist dann immer nur ein Teil des Himmels so. Und man kann dann den Bereich, der zum Beispiel dann zu dunkel ist, im Nachhinein wieder ein bisschen aufhellen. Oder den Bereich, der ein bisschen heller ist, ein bisschen abdunkeln. Aber der Effekt und diese Klarheit der Farben sind auf jeden Fall für mich wichtige Punkte für den Polfilter. Ich habe jetzt dann auch noch ein bisschen in Richtung der untergehenden Sonne fotografiert und damit da dieser Lichtkontrast nicht zu groß ist, habe ich da einen Grauverlaufsfilter draufgegeben und zwar den wirklich starken Nisi Soft GND 32, sprich der dunkelt das oben um einiges stärker ab und damit sieht man oben ein bisschen die Sonne durch das 15mm von Nisi, was diese Sonnensterne gut kann, praktisch wirklich schön als Stern und unten dann eben die Eisoberfläche. Und ich werde jetzt aber auf das Tele wechseln und mir da ein bisschen Details suchen.
Ich habe mir jetzt noch das Canon RF 70-200 Lichtstärke 2.8 draufgegeben und habe mir da einige Details gesucht. Strukturen im Eis, im Schnee, Steine, die rausschauen, umgeben von ein bisschen Eis und Wasser und so weiter. Auch ein bisschen diese Spiegelungen weiter hinten. Die Sonne steht jetzt schon extrem tief und auf dem Wasser und auf dem Eis sieht man natürlich auch die Spiegelung von dieser ganzen Sonnenreflexion. Und da auch übrigens ein kleiner Tipp, extrem unterbelichten. Extrem unterbelichten heißt ISO 100, Blende 8 oder Blende 11 sogar und eine 8000stel Sekunde. Das wird ein sehr abstraktes Foto, eigentlich nur noch aus extremen Schwarz- und Weißtönen bestehend. Aber ich persönlich finde das eine sehr interessante Möglichkeit, diese Sonnenspiegelung draufzukriegen. Die Sonne geht jetzt immer tiefer unter und ich werde mir jetzt noch das 60-600 draufpacken und versuchen einmal noch, auch mit so einer sehr dunklen Belichtung, die Sonne wirklich als Kugel hinter den Bergen in der Entfernung draufzukriegen. Die goldene Stunde ist jetzt vorbei und wie immer bewahrheitet sich's, die vergeht viel zu schnell. Also ab dem Zeitpunkt, wo man merkt, dass es wirklich schön vom Licht wird, die Sonne immer tiefer steht, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo sie untergeht, hätte man so viele Ideen, was man machen könnte. Und ich habe sie versucht, alle umzusetzen. Ich habe einerseits mit dem Ultraweitwinkel dann noch Sonnensterne am Leuchtturm, an den Türmchen hier gemacht, tief runter mit wirklich interessanten Perspektiven und wie besprochen eben auch das Ultra-Tele draufgepackt. Und die Sonne, wie sie weiter hinten über den Hügeln untergeht, einfach ganz stark rangezoomt. Ich mag das total gerne, wenn das ganze Bild dann so eine orange Farbgebung hat, die Sonne schon als eine verzerrte Kugel wahrgenommen wird. Durch den starken Wind, den wir heute haben, ist die Luft dazwischen auch sehr unruhig und flimmert. Also wirklich sehr interessante Aufnahmen, die da gelungen sind. Die EXIF-Daten zu den Bildern blende ich natürlich wie immer ein. Da siehst du auch, dass es wirklich sehr unterschiedliche Sachen sind. In ein paar Minuten wird hier die blaue Stunde starten und die werde ich natürlich auch nicht entgehen lassen. Dafür werde ich mir dann das 24-105 und auch das 15mm draufpacken und werde einige Fotos machen mit dem extrem schön gefärbten blauen Himmel, wo noch unten am Horizont ein bisschen ein gelb-oranger Silberstreif ist. Und die Fotos werde ich dann auch gleich zeigen. Even now I have a fear.
Ich glaube, du hast jetzt sehen können, warum der Neusiedlersee zu meinen absoluten Lieblingslocations und Fotomotiven in Österreich gehört. Geniale Lichtstimmungen, die es hier immer wieder gibt. Und wenn auch so wie heute die Wasseroberfläche ein bisschen zugefroren ist, kann man hier wirklich schöne winterliche Fotos machen. Wenn du sowas mal mit mir erleben möchtest, gemeinsam live die Faszination Fotografie entdecken, kannst du das in einen von meinen Fotokursen, packe ich dir unten einen Link zu meiner Website rein. Ansonsten natürlich geht das auch via YouTube. Und wenn dir das auch gefällt, dann zeig das bitte YouTube. Lass einen Daumen hoch da, immer auch gerne kommentieren, wie dir das gefallen hat und welche Fotos du besonders auch gut in Erinnerung behalten hast. Ich werde dir hier noch gleich zwei coole Videos einblenden. Das eine ist über die Review von den Heat Company Fotohandschuhen, was ich nämlich auch hier gemacht habe. Da war aber noch mehr zugefroren. Und eines auch über das Nisi V7 Set, wenn du da mehr dazu erfahren möchtest. Ansonsten wünsche ich dir hier liebe Grüße vom wunderschönen Neusiedlersee. Und wie immer, gut Licht.